schon mal gehört, dass es tatsächlich strahlensensible Menschen gibt. Es handelt sich dabei um die sogenannte Elektrosensibilität. In Umfragen bezeichnen sich ca. 1-2% der Bevölkerung sich selbst als elektrosensibel. Sie haben vielfältige Symptome von Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen und diese Symptome führen sie auf das Vorhandensein von elektromagnetischen Feldern zurück. Zum Teil ist es sehr belastend und die Symptome sind real. Wissenschaftliche Studien konnten bis heute aber einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Vorhandensein der Felder nicht nachweisen. In Laborstudien traten die Symptome unabhängig von der tatsächlichen Existenz von elektromagnetischen Feldern auf. Ihre eigentliche Ursache ist daher unklar. Eine Möglichkeit, die in der Wissenschaft diskutiert wird, ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Manchmal reicht die Befürchtung von einer negativen Wirkung von etwas schon aus, um echte Symptome auszulösen.